Hallo Kollege, du übernimmst heute die Regionalbahn 25110 von Lüneburg bis Hamburg-Harburg. Öffne bitte nun die Türen. Die Lok ist bereits fertig aufgerüstet. Falls du ohne Sicherungssysteme fahren möchtest, schalte diese noch aus. Nun der Fahrplan. Informationen: Zugart O, Vmax 120 km pro Stunde, Baureihe 144, aber wir fahren heute mit einer 110 bzw. dem Wittenberger Steuerwagen. Gute Fahrt. Ja, und damit herzlich willkommen nach einer sehr langen Zeit zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2018 hier auf meinem Kanal Train Teacher. Ja, natürlich würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn du bis zum Ende der Fahrt mit dabei bist. Das hier ist die Strecke Hamburg-Hannover Deluxe. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir machen unseren Zug soweit abfahrbereit. Doch zuallererst würde ich mir mal hier kurz gerne diese ZZA anschauen. Ach, cool. Dem Zeitalter entsprechend. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir hier gerade fahren. Nein, ach Gott, ich hatte gerade einen Denkfehler gehabt. Ich dachte gerade, das wäre noch ein etwas, also ein etwas älteres Szenario, ja. Aber ich glaube, die ZZAs sind hängen da auch noch heute. Ne, 2012 wurde, genau, die Strecke wurde auf 2012 angepasst. Ich glaube, deshalb. Okay. Ja, ne. Wir machen jetzt mal kurz unsere Lok hier fahrbereit. So, Batterie. Shift P, Nummer 1. Jawohl, Nummer 1. Nummer 1 wird gehoben. Schauen wir mal schnell. Nummer 1 gehoben wurde. Wie viel Zeit haben wir noch? Genug. Okay, Nummer 1 hängt. Dann gehen wir nochmal rein. Lösen die Bremse. Zack. Schalten die. Okay, das ist jetzt nicht notwendig. Habe ich jetzt irgendwas? Ne, okay. Gut, steigen wir mal schnell aus. Laufen zu unserem Steuerwagen. Okay, zack. Machen wir nur kurz, sprinten wir mal eben vor. Und der Kollege mit dem RE ist schon abgedüst. Und da links noch ein ICE der Baureihe 400. Oh Gott. Ich dachte gerade, der ICE wäre entgleist. 401er. So. Ah, wir wollten in den Steuerwagen einsteigen. Okay, zack. Da sind wir. Steuerwagen. Mache ich mal ganz kurz was Kleines. KWS eingeschaltet. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz. So. Jetzt müsste das klappen, was ich vorhabe. Moment. Okay. Sehr gut. Das hat funktioniert. Okay, jetzt liegt Fahrradspannung an. Das war gerade nur noch mal kurz ein Test, ob war das mit der. Ach Gott. Ob das mit der ZWS jetzt hier funktioniert hat. Hier heißt es ja auch KWS. Aber das scheint soweit funktioniert zu haben. Da haben wir auch schon Abfahrt. Hier ganz in der Eile. Den Zug schnell fahrbereit gemacht. Okay, jetzt müssen wir noch kurz Hamburg-Harburg einstellen und dann sind wir auch schon abfahrbereit. Es geht gerade ein bisschen schneller als gewöhnt. Da war es gerade, Hamburg-Harburg. Okay, ZZA ist drin, Bremsen sind gelöst, wir schauen nochmal raus, alles ist soweit zu. Abfahrt haben wir. Jetzt können wir auch losfahren. Okay, sehr schön. Uff, das war gerade nochmal ein Akt. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir die Fahrmotorlüfter anmachen. Sonst geht uns unsere 110 da hinten flöten irgendwann. Es ist nämlich tiefster Sommer. Also auch dementsprechend ganz schön warm draußen. Jo. Damit verlassen wir jetzt auch den Bahnhof Lüneburg auf Gleis 3. Oder fahren von Gleis 3 aus. Vmax 120 km pro Stunde. Ja, dann erzähle ich doch erstmal ein bisschen was hier. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord der Regionalbahn auf der Fahrt von Lüneburg nach Hamburg-Harburg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Jo, da war auch die Ansage. Das ist ein Szenario von Trainsa aus dem Resum-Forum. Und da habe ich mir doch gedacht, das können wir doch mal eben zusammen fahren. Ja.
Hab hier auch gerade eben 130. Ich fahre jetzt mal heute nicht mit dem Buchfahrplan. Ich hoffe auch, soweit man versteht mich ganz gut, weil es hier doch ziemlich laut ist. Aber ich habe mal ein bisschen die Sounds runtergestellt. Jawohl. Da kommt noch ein Kollege entgegen. Ein gemischter Güterzug. Ja, erstmal ein bisschen was zur Strecke. Die Strecke, wie gesagt, ist angelehnt an den Streckenzustand vom Jahr 2012. Ich kann mal schnell ein Bild machen. Ein schönes Bildchen. Okay. Und was ich noch sagen wollte, ich habe die VR-Tracks mit installiert, die dunkle Variante. Ich finde, die sah auch ziemlich gut aus und passt auch perfekt hier zu der Strecke. Und, jo. Wir sind lange kein Train Simulator mehr zusammengefahren. Ich freue mich auch, dass ihr heute wieder mit dabei seid und hier den Weg bestreitet. Mit mir zusammen. So, jetzt sehe ich auch gerade, sind wir viel zu schnell. Ich wollte nur mal kurz die Verspätung, also wir waren ein Kammer über der Toleranzgrenze. Ich habe nicht mal ein bisschen probiert, die leichte Verspätung von ein paar Sekunden am Anfang rauszuholen. Aber nicht gleich losgekommen sind. So. Jetzt macht euch gleich bereit für die schönen Sounds des Steuerwagens beim Bremsen. Ist jedes Mal ein besonderes Erlebnis hier mit dem zu fahren. Ja, das Besondere auch an dem Streckenupdate ist halt, sind die verschiedenen Signalsysteme. Das ist einfach klasse und auch die Grafik, wie sie anders ist. Also ich kenne Hamburg-Hannover ganz anders. Also sagen wir mal, man kennt es halt ein bisschen düsterer. Und ja, dadurch, dass es jetzt hier ein bisschen aufgebessert wurde, in dem Sinne, ist es auch viel angenehmer zu fahren, finde ich. Einfahrt Bardowick, Gleis 103. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze den Bahnhof Bardowick. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Okay, Bardowick. Okay, ab hier 40 km/h und halt erwarten. Runterbremsen. Tatsächlich sind gerade 60, ich glaube, aber unser Vorsignal hat uns oder hat mir gar nicht signalisiert, dass wir da jetzt 60 weiterfahren können, aber ist jetzt nicht das Problem. Okay. Toll ist auch, wir haben Ansagen mit verbaut, das ist wirklich perfekt. Oh, ich hoffe mal, dass unser Zug jetzt nicht allzu lang hier für diesen Bahnhof ist. Ah, die Lok steht hinten raus, aber das ist nicht das Problem. Schauen wir mal. Nee, da vorne geht es noch nicht weiter. Ja, nee, okay. Das ist noch in Ordnung. Das ist nicht das Schlimme. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen da vorne. Warum es denn da nicht weitergeht. Aha. Ist da vor uns irgendwas? Nö, gar nicht eigentlich. Machen wir mit Tab. Steuerung Tab. Verweigert. Das ist jetzt höchst verwunderlich. Dass wir jetzt hier stehen und es nicht weitergeht. Radbruch, es geht auch in die Richtung. Bardowick. Asshausen, Maschen, Meckelfeld. Okay.
Okay, also. Nun gut, wir haben jetzt Abfahrt. Müssen wir mal kurz schauen. Es ist tatsächlich so, dass hier vor uns das Gleis nach rechts gestellt ist. Okay. Aber warum müssen wir denn jetzt ausweichen? Das ergibt gerade für mich keinen Sinn. Warum es jetzt auch nicht weitergeht. Ich habe ein bisschen Rollmaterial getauscht. Das ist jetzt nicht die Frage, aber vor allem hier vorne ist auch das, ist die Weiche auch so gestellt, dass wir dann gar nicht runter könnten. Da müssen wir denn in Bar in Radbruch sein, in einer gefühlten Ewigkeit. Ah, es kann sein, dass wir überholt werden. Das ist gut möglich. Jo, wir werden überholt, Freunde. Okay, das macht Sinn. Ja, gerade 10 Stunden gerätselt, was da los ist mit unserem Signal hier vor uns. Dann lassen wir uns mal überholen vom IC mit 20 Minuten Verspätung. Das Tolle wäre nur gewesen, wenn uns der Fahrdienstleiter das uns vorher angekündigt hätte. Aber nun gut. Schauen wir mal, was der IC gerade macht. Oh, da ist er schon. Auf der Überholspur. Ah, das sind locker noch 100 Meter. Ja, mehr sogar. 200. Da links sieht man jetzt auch, dass die Signale auf grün geschalten haben. Auf Fahrt. Ja, wir werden überholt. Ah. Dass mich das gerade so gewundert hat. Da sieht man 2 Monate lang kein TS. Legt sich nieder. Mal gucken. Ne, noch sieht man ihn nicht. Müsst ihr hier noch einen Blick vorbeirauschen. Ja, dann bleiben wir mal stehen. Wenn auch ein bisschen vor dem roten Signal, aber das ist nicht das Problem. So, und da kommt er auch schon. Ich weiß nicht, könnte man hier ein tolles Bild draus machen? Ich kann es ja mal probieren. Und da ist der weg, der Kollege. Wow. So, nächster Halt ist Radbruch. Super. Eine Überholung haben wir schon mal. Vor allem wieder auch in der Aufgabeneinweisung drin stand, wer ohne Sicherungssysteme fahren möchte. Also. Das würde ich gar nicht als Szenariohersteller reinschreiben. Also ich finde, Zugsicherungssysteme sind Pflicht. Na dann, weiter geht's. Ich hoffe mal, wir können den Weichenbereich mit 60 verlassen. Ist ja lustig, die PZB hat sich schon selber befreit, ob wir da schon über das Signal gefahren wären, ein paar Meter vorher, aber gut. Super. Weichenbereich mit 60 können wir verlassen. Sehr schön.
jetzt können wir volle Power hier schalten auf 120. Na dann. Obwohl eigentlich auch die 120 jetzt nicht so essentiell sind. Eigentlich ist ja der Steuerwagen, soweit ich mich jetzt recht entsinnen kann, auf 140 sogar ausgelegt. Ich weiß gar nicht, haben wir das hier irgendwo? Zulässige Höchstgeschwindigkeit? Nö. Wahrscheinlich nicht. Aber es müsste, glaube ich, so sein. Aber wir fahren jetzt mal mit den entspannten 120, ist jetzt nicht das Problem. Ja, ich sage auch gerne, ist halt nicht das Problem, ne? 28, Fahrstufe 28, ist ja nicht das Problem. Fahrstufe 6 können wir die Geschwindigkeit halten. Oh ja, da vorne kommt auch schon ein Radbruch. Man sieht hier, das sind die VR-Tracks von Freiburg-Basel, wenn man das LZB-Kabel da so schön gewellt sieht. Und wenn man hier hinten sitzt, also mit der hinteren Kamera, im hinteren Kamera-Zoom, dann sieht man das auch nicht auf den ersten Blick, sondern man muss halt echt ranzoomen für. Ah, ist ganz schön. Ich weiß noch, als wir mit diesem Wittenberger Steuerwagen auf München-Rosenheim unterwegs waren und da auch überholt wurden. Ist auch gar nicht allzu lang her. Und da kam dann auch eine automatische Durchsage, wir werden noch überholt von einem anderen Zug. Das fand ich, da war ich wirklich voll angetan. In echt habe ich das auch schon mal miterleben dürfen. Sehr schön. Ich hoffe, wir sind auch im Fahrplan. Oh, ja, wir sind mehr als üblich. Würde sich auch wirklich gar nicht lohnen, mit 140 zu fahren. Ich hatte jetzt nämlich gerade ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, es hochzudrehen, unsere VMAX, aber das würde sich auch im Endeffekt gar nicht lohnen. Ich glaube, an diesen kleineren Bahnhöfen habe ich bisher noch gar nicht gehalten auf dieser Strecke. Deshalb finde ich Regionalbahn, generell Regio-Szenarien echt schön. Wenn man dann nochmal ein bisschen mehr von der Strecke sieht. Nee, ich glaube nicht, weil als wir mit dem Metronom hier ein paar Mal unterwegs waren, da haben wir ja an den größeren, sage ich mal, Bahnhöfen gehalten. Das war dann auch ein RE. Ja. Die Tür hätten sie mir jetzt aber auch noch aufmachen können. Stehen wenigstens unsere Lok. Ja, unsere Lok steht mit drin. Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich finde die Landschaft wirklich wahnsinnig toll. Also vor allem auch mit der Grafikmod, die ich installiert habe. Vor allem ist es auch so wahnsinnig flüssig tatsächlich. Also ist ja wirklich viel gemacht worden. Auch die verschiedenen Signalsysteme. Also bin ich gar nicht so gewohnt von solch eher aufwendigeren Strecken. So. Dann geht es auch gleich schon weiter. Schauen wir mal kurz, 1949, okay.
Und Türen schließen, bitte. Da schließen Sie. Super. Schaffner steigt ein. Ja, Sie haben Ihren Zug leider verpasst, junge Dame. Da können wir dann leider nichts mehr für Sie machen. Und los geht's. Ja, eigentlich hätte ich warten müssen mit dem Bremsen lösen, bis wir in der Außenansicht sind. Dann kann man es viel schöner genießen, die Sounds. Ach lustig, der nächste Bahnhof ist ja schon Winsen. Und Deutschlands meistbenutzte Lok, was Intercities angeht, die Baureihe 101. Ganz klassisch mit einem Intercity und 8 Wagen. Oder ich hoffe mal, dass das 8 waren, ich habe gerade nicht gezählt. Hier oben positionieren und die Neueröffnung der Strecke zu zelebrieren. Und auf Düsen war vorbei. Sehr schön. Oh, ich hatte gerade die E-Bremse drin. Oder? Warum fechte ich gerade nicht, warum der Zeiger dann links war und bei Bremsen. So, da kommt auch schon Winsen Einfahrt. Das heißt, gleich dürfen wir wieder eine schöne Ansage hören. Ja, hier wollte ich hin. Geben wir nochmal ein bisschen Gummi. Hier unten sind noch ein paar Balisen verbaut. Ich glaube, das sind ETCS-Balisen. Ich würde mir die mal gerne genauer anschauen. Ich weiß sonst ehrlich gesagt nicht, wofür die da sind. Die erinnern mich sehr an ETCS-Balisen. Wir erreichen in Kürze in Winsen an der Luhe. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Sehr schön, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir müssen kein Gleis wechseln. Für die Fahrgäste. Beziehungsweise aus, halt raus auf dem Bahnhofsgleis. Oh, da links eine Baureihe 40. Jawohl, 200 Meter von dem Bahnhof und wir sind unter 18 km/h. Das ist wichtig. Was auch ganz schön ist, dass man hier sieht, dass der Bahnhof etwas höher gelegen ist. Und der auch etwas länger. Aber wo ist unsere H-Tafel da vorne? Aber ich wollte unseren Fahrgästen jetzt nicht so einen langen Fußweg bescheren. Deshalb bremsen wir mal schon vorher. Ja. Ein bisschen vorher.
So, jetzt mal ein bisschen vorher zum Stehen gekommen. Es ist echt warm. Also ich muss mal kurz gucken, dass ich noch irgendwas trink, was zu trinken finde, aber ich habe auf meinem Tisch hier nichts zu trinken gefunden. Deshalb war ich gerade still. So, jetzt machen wir mal das, was ich euch versprochen hatte. Da hat man es gerade schön gehört. Das Bremsen lösen, ein Traum. So, Türen sind zu, der Schaffner hebt die Kelle, pfeift und. Ja gut, pfeifen tut er jetzt nicht mehr, hat er schon. Aber wir können unsere Leistung aufschalten. Na? Jetzt geht's los. Perfekt. Wann sind wir eigentlich in Harburg? 20:17 Uhr. Ingame-Zeit in 20 Minuten. Naja, in guten 20 Minuten. So. Na dann, auf nach Asshausen. Aber merke ich, die 110 muss ordentlich donnern. Kämpft sich langsam aber sicher hoch. Oh, hinter Asshausen nur noch 120, alles klar. Kommen mit 120 km/h so enorm schnell vor. Die sind auch schnell, aber irgendwie dann wiederum auch nicht. 80. 80 hätte ich bestätigen müssen eigentlich. Zumindest wenn da eine 8 steht, weiß ich, dass alle Geschwindigkeiten. Damen und Herren, wir reichen nun Asshausen, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jawohl, Asshausen. Ich meine, die 80 muss man eigentlich bestätigen. Also mal ja, mal nicht. Zumindest gab es eine, ich weiß gerade nicht, welche Strecke das war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber manchmal gab es eine Strecke im TS, die war so, da gab es immer mal 80er-Tafeln, die musste man bestätigen, andere wiederum nicht. Das hat mich so verwirrt, also ich weiß auf jeden Fall alles unter 80. Faustregel, das muss man immer bestätigen. Sonst gibt es Dresche.
ausräumen lassen an meiner Tafel. Oh, perfektes Timing. Ein CNL fährt vorbei und eine ganze Regio-Garnitur. Schön. So, Türen schließen. Einfach nur klasse, die Sounds. So, Schaffner, spring noch schnell rein. Schließ die Tür zu. Wir haben einen Fahrplan einzuhalten. Ne, Hauptschalter halt nicht. Oh Gott. Das wäre gerade ein bisschen doof gewesen, wenn der Hauptschalter jetzt rausgesprungen wäre. Aber durch mein Intervenieren noch kurz davor hat es geklappt. Okay. Aber fällt mir gerade ein, wir sind ja hier im Weichenbereich. Zumindest noch. Deshalb dürfen wir hier eigentlich gar nicht mit schneller als 60 raus. Oder 80 sogar, ich glaube mit 80. Hier mit 80. Denn die Einfahrt war auch mit 80. So. Jawohl, 80. Okay. Hab ich doch gesagt. Oh, wunderschön, wirklich. Habt ihr gerade das Signal gesehen? Das war wirklich ein Traum mit diesem. Mit die 8, die da angezeigt wurde, in so einer schönen Qualität. Ach, da ist auch schon Stelle. Schön. Bisher sind wir perfekt im Zeitplan. So muss das. Oh, und jetzt hier wieder. Schaut euch diese wunderschöne gelbe 8 an. Besteht aus LEDs. Meine Damen und Herren, wir erreichen unsere Stelle. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Jawohl. Stelle ab hier 80. Ah, das wollte ich gar nicht. So. So, butterweich. Besser geht's kaum. Oh, schön. Alle Türen öffnen sich. So, jetzt wollte ich mir nochmal was angucken. Hier. Du. Balise, Siemens, ETCS, ganz klar. Irgendwie so. Wohin geht dieses Gleis? Wohin führt das? Hier hoch? Aha. Aha, aha, okay. Und hier endet es dann, ne? Ach. Maschen. Der gute alte Bahnhof Maschen. Da sind wir gerade. So, Schaffner, hebt die Kelle.
steigt ein und für uns geht's los. Da auch die Lautsprecher. Sehr schön. So, na dann. Gleich düsen wir an Maschen an dem Güterbahnhof vorbei und halten dann hinterher. Das ist auch der Ausstieg für alle Maschenmitarbeiter. Ganz sicher, die da morgens dahin pendeln. Hier nochmal die 80. Ist auch toll, mit 80 auf eine Weiche zuzufahren und die dann zu überqueren. Oder zu durchqueren, sagen wir mal so. Und in wenigen Augenblicken dürfen wir dann auf unsere Fahrmannsuche. Jetzt LZB-Eintritt. Da war einer gerade. Ach Gott, was kommt denn da auf uns zu? Oh, brauche ich eigentlich gar nicht drauf beschleunigen. Stimmt, für Maschen müssen wir einmal nochmal raus. 60 werden wir angekündigt. Das wird jetzt eventuell sogar knapp mit der Geschwindigkeit, also. Und unserem Fahrplan, denn ich habe aber jetzt noch circa eine Minute, bis in Maschen anzukommen. So, jetzt muss ich nämlich auch ein bisschen schneller auf das Signal hier zufahren, sonst wäre das mit dem Fahrplan nichts mehr geworden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob was wird. Okay, 60 ab hier. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen nun Maschen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Jawohl, da erreichen wir Maschen. Ausfahrt mit 60, alles klar. Ja, okay, Maschen haben wir auf jeden Fall als Verspätung drin. 100 pro. Zumindest laut TS. Ich meine, eine Minute können... Ah, okay, Stelle haben wir auch schon vergeigt. Na denn. Oh, diese Türen, die auch zur Seite ausfahren. Sag mal, die etwas moderneren. Die runden den Steuerwagen auch ganz gut ab. Und so sieht's aus. Was haben wir dann noch vor uns? Mecklefeld und dann ist auch schon Harburg. Halten Sie in Harburg 191. Ah ja. Ne. Jetzt.
Gut, dann ist unser nächster halt Mecklefeld. Düsen wir mal jetzt ein bisschen schneller los. Vielleicht schaffe ich ja noch den Fahrplan einzuholen, aber das glaube ich wird mir nicht mehr gelingen. Gerade hier wegen diesen 60. Ja, ne, doch, vielleicht. Zumindest wenn es jetzt gleich schnell umswitcht hier. Na komm, zeig die 200 doch an. Jetzt wären wir schon längst aus dem Weichenbereich raus. Von daher beschleunige ich jetzt, das ist mir auch zu doof. Ach ne, ah. So, 200 hier. Los geht's. Und da unten noch meine kleine Balise. Wunderbar. Auch wenn es eine ETCS-Simulation von Train Simulator eine richtige geben würde. Die 186 von Chris Trains hat, glaube ich, eine ETCS-Simulation eingebaut, aber ist halt nicht so wie die LZB, wo man durch Trigger ausgelöst wird. Zumindest habe ich mir das nur so überflogen, also das Video. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann doch ist. Aber soweit ich meine, nicht. Meine Damen und Herren, wir erreichen nun Meckelfeld. Der Ausstieg in die Fahrtrichtung links. Ja. Schönen rostigen Hektometer-Tafeln. Oder wie sie anfangen zu rosten. Hier konnte man gerade gut sehen, wenn man jetzt 80 100 Meter vom Bahnhof einfährt, der hat's eilig. Dann auch noch das Bremsen so halb vergeigt. Geil. So, fertig war das. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen hurtiger zugehen lassen. Der Fahrplan liegt mir in den Fersen. So. Mecklefeld. Strahlend blauer Himmel. Schön. Und dann geht's auch schon weiter. Jetzt. Türen schließen. Sauschaffner Helle gehoben. Springt auch noch rein. Schließt seine Tür. So muss das. Bremse lösen, das wäre auch noch toll. Alles mit dem Fahrplan ärgert mich gerade ein bisschen so. Deshalb habe ich gerade die Bremse vergessen zu lösen, aber. Jetzt holen wir mal alles aus der 110 raus, was es zu holen gibt. Jawoll. Oh Gott. Fast hätte es den Hauptschalter noch rausgehauen. Ah, das ist auch schon Augen. Da sind wir auch gerade über eine schöne Balise rübergefahren. Ein Traum. Ich glaube, wir fahren auch ein bisschen an unsere, mit der Geschwindigkeit düsen wir ein bisschen auf unsere Toleranzgrenze zu. Sag immer, plus minus, also plus 5 km/h ist Toleranz. Und dann ist dann Geschwindigkeitsüberschreitung.
Habe ich sogar gar nicht. Wow. Sogar ein Stopping-Marker da unten. Ui. Für Harburg wurde sich ja richtig Mühe gegeben. Genau, da ist dann die 120. Das ist ganz wichtig, bitte keine persönlichen Gegenstände liegen lassen. Sonst erfreue ich mich als Lokführer später daran. Ja. Nein, natürlich würde ich ganz vorbildlich das alles im Fundbüro abgeben. Auch wenn da vor mir 10.000 Euro liegen würden. Aber da wäre man schon wahnsinnig, das im Zug zu transportieren. Oh, da links noch ein ICE, wunderschön. Ja. Und Stopping Marker, wir kommen. Oder Stopping Point heißt es, ich habe keine Ahnung. Der rote Pfeil da auf jeden Fall unten im F3-Monitor, den meine ich. Nicht einsteigen. Und eine letzte sanfte Bremsung hier zum Schluss. Geschafft. Mit, ich glaube, einer Minute Verspätung. Die spürt man doch eigentlich gar nicht. Haben wir es trotzdem noch geschafft. Wir sind in Harburg sicher und pünktlich angekommen. Aber der Train Simulator sagt ja auch, Gott, eine Minute zu spät, Hilfe. Ja, die Abstellung tue ich euch mal heute nicht an. Normalerweise fahre ich immer alles bis zum Schluss. Aber heute mal nicht. Haben wir sogar das noch? Ach! Harburg haben wir sogar noch ein Häkchen bekommen. Ja, hier links. Ach Mann, wirklich. Du bist doch ein Simulator, ey. So, ein letztes Mal die Türen schließen. Der Kollege hat übernommen ab hier. Fährt den Zug dann in die Abstellung. Türen sind zu. Ein letztes Mal noch die Bremsgeräusche. Ah, schön. Und dann geht's auch hier los. Und drüben hat man auch die Türen des IC1. So. Super. Da sind wir. RB25110 nach Harburg auf Hamburg-Hannover Deluxe. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe da einiges Rollmaterial getauscht. Und wer das Szenario gerne nochmal selber fahren möchte, kann das gerne. Wie immer, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer bis hierhin geguckt hat, natürlich, wie immer, du bist super cool. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Passt auf euch auf. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und eine positive Bewertung. Habt noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.